Moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zur weiteren Folge von Manowar to Glory. Heute geht's weiter und nachdem in der letzten Folge wir ehrlich nicht so viel Lack hatten in unseren Rang 1 Awards, kann ich jetzt schon mal verkünden. Diese Woche, beziehungsweise diese Folge, dieses Video war es schon mal deutlich besser. Aber das soll natürlich nicht das Einzige sein, wir nehmen auch den Content mit, den frischen, den es heute oder am gestrigen Abend gab, je nachdem wann und wie ihr das Video seht. Es gab Dante, richtig geil, den werde ich auf jeden Fall abschließen. Hab aktuell noch nicht genügend Fodder, kriege ich aber easy erspielt durch den Foot Fantasy Cup. So ist es, da kriegt man auch ein 2x85 Plus Pack und 10x300 Plus und so weiter und so fort. Und es gibt eine neue Wundertüte, Kampagnenmix Spielerwahl und die sieht richtig interessant aus. Road to the Final, Future Star oder Centurion Spieler, also da können richtige Kracher drin sein. Kann natürlich auch mit so einem 86er Future Star enden. Aber kann auch mit einem 92er Goretzka enden. Ansonsten, das machen wir wie gesagt gleich auf, habe ich erstmal die Mario Gomez SBC abgeschlossen und noch den Hero Pick gemacht. Wir starten allerdings erstmal mit dem Team und mit Mario Gomez. Das ist so der erste Teil, sage ich mal. Das Team habe ich mir gebaut, damit habe ich den Foot Fantasy Cup gespielt. Man darf nur mit maximal 4 Nationen spielen. Deswegen habe ich mir Kanada, USA, Brasilien und Deutschland ausgesucht. Hab nebenbei hier noch Raum und Schweinsteigerin. Und eigentlich, wie ich finde, ein cooles, kreatives Team dafür, dass wir halt nur so wenig Nationen benutzen dürfen. Und ja, ich habe euch noch zwei, drei Games reingeschnitten, weil Gomez hat wirklich rasiert. Also die ersten ein, zwei Spiele wurde ich nicht so ganz mit ihm warm. Fand ihn persönlich ein bisschen zu langsam. Ihr habt es auch übrigens gesehen, ich habe den Bundesliga-Gomez genommen. Das ist natürlich noch ganz wichtig. Wieso habe ich den Bundesliga-Gomez genommen? Soll sich gleich noch herausstellen, dass es auch schlau war, aber weil es einfach deutlich mehr Alternative gibt in der Serie A im Sturm. Es gibt halt Diego Melito, der vielleicht nochmal irgendwann eine kriegt, also einen sehr guten Hero. Es gibt natürlich Brolin, es gibt die Natale, es gibt Rudi Völler, der ja auch mit einer 91 dann genau gleich linkt. Also den gibt es halt auch gut. Und in der Bundesliga gibt es halt keine geilen neuen Stürmer. Es gibt jetzt Ricken, der ist neu, der Rudi Völler ist halt alt, der Smolarek ist alt und ja, der Mario Gomez dementsprechend ist halt auch ein Alter. Und Florenz oder Stuttgart, da tut sich jetzt, glaube ich, nicht viel in Sachen Upgrades. Von daher, ja, ich glaube, die werden nicht viele Upgrades kriegen. Stuttgart wird vielleicht mal ein Spiel gewinnen. Ansonsten, wie gesagt, ich kam mit Gomez aber erst nicht ganz so klar. Er war mir ein bisschen zu langsam. Ich hatte gehofft, er wird vielleicht so ein bisschen sein wie Drogba World Cup. Den gibt es ja auch als SBC, natürlich viel teurer. Den habe ich aber letztens auch einmal in der WL gespielt. Der war so schnell gegen mich, Drogba. Das war nicht mehr normal. Der hat, glaube ich, 88 Pace und der Gomez hat jetzt 86 Pace. Beide natürlich lengthy, beide ähnlich groß. 5 Sterne Weakfoot beide. Das hatte ich gehofft. Kann ich sagen, Drogba ist auf jeden Fall deutlich, deutlich schneller gewesen bei meinem Gegner. Aber Gomez vor dem Tor super. Wie gesagt, Upgrade von 4 auf 5 Sterne Weakfoot. Ist natürlich top, Kopfball top. Aber im Großen und Ganzen muss ich trotzdem sagen, bin ich von den Hero-SBCs ein bisschen enttäuscht. Al-Jabbar letzte Woche, es ist halt nichts Besonderes. Es sind so Karten, die kannst du mal spielen, aber wenn das, also ich hätte mir eine Hero-SBC gewünscht, die zumindest mal so 500, 600, 700k kostet oder sogar vielleicht noch ein bisschen teurer. Ich meine, bei der WM hatten wir Keane. Das ist halt dann natürlich teurer, aber auch ein ganz anderes Level. Und ich glaube, dass es am Ende des Tages mehr Leuten weitergeholfen hätten, als wenn wir mit der nächsten Müll-Hero-SBC, sorry, dass ich das jetzt so abgehoben sage gegenüber Gomez, aber am Ende des Tages ist es einfach die Wahrheit, er zählt dann einfach nicht mal ansatzweise zu den bestspielbarsten Heroes und das fand ich ein bisschen schade. Für die Coins kann man ihn mitnehmen, aber es ist einfach kein Spieler, der euch wahrscheinlich wirklich weiterhelfen wird, sondern einfach nur so eine Fun-Karte halt und ja, das enttäuscht mich so ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Dennoch, schaut jetzt hier mal in dem Spiel, da stand es lange Zeit 2-2. Ich habe noch ausgewechselt, habe ja noch Hahn gebaut. Ihr habt doch immer wieder noch ein Tor gesehen von Landon Donovan. Hier hat er richtig gute Szenen gehabt. Hier beispielsweise habe ich den Ball verlängert. Gomez gewinnt das Kopfball gegen den gegnerischen IV. Ich glaube, King war es sogar in der Szene. War schon mal richtig gut. Weiter ging's. Mario Gomez hier am Ball, grünes Time-Finish, knallt den Ball extrem krank rein. Richtig guter Longshot. Also, trotzdem, ne, man sieht das, eine Karte, die man auf jeden Fall spielen kann. Und auch hier einigermaßen beweglich. Hier kann er den gut abschirmen. Hier, man sieht es halt recht träge manchmal. Das Einzige, was mir nicht so gefallen hat, war, der hat manchmal komisch geschossen. Auch hier hat er in so Rücklage geschossen. Hier hat er zwar den Ball reingemacht, aber manchmal, ich zeige euch natürlich auch immer nur die Tore und nicht die Fehlpässe. Und zum Abschluss dann nochmal ein schönes Kopfballtor. Also wirklich,
einen sehr sauberen Stürmer, wenn man denn mit ihm umgehen kann. Aber im Großen und Ganzen bleibt es halt ein unbeweglicher Stürmer aus der Bundesliga. Wie gesagt, ich habe noch den Hero-Pick gemacht. Damit geht es jetzt weiter. Viel Spaß damit. Dann gehen wir rein in den zweiten Pick. 1 von 5. Mein Wunsch: Lucio WM, Okocha WM oder Brolin WM. Ja, wir machen natürlich wie immer, ich habe es aufgemacht, Stat Reveal. Checken wir mal. 87 Physis, das ist er doch direkt. Das ist er direkt, der Lucio, das ist er direkt. Zack. 90 verteidigen. 77 Dribbling. 77 Passen. 56 Schuss. 78 Tempo. Mascherano. Immerhin schon mal ein Goldener. Den habe ich schon mal gezogen und habe ihn dann in der SBC reingeschmissen. Aber immerhin. Was haben wir hier? 83 Physis. 91 Kopfball. 82 Dribbling. Kein Brolin. 73 Passen. 90 Schuss. Sieht nach Papon aus. Gomez. Super. Perfekt. Haben wir gerade den anderen. Das ist schon mal ein dickes L gewesen. Was haben wir hier? 71 Physis und nur 81 Ausdauer. 61 verteidigen, aber gute Dribbling-Werte. Könnte das Okocha sein? 92 Schießen, 90 Tempo. Brolin! Let's go! Geil! Picked up! Gut! Gut, 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 gut! Den wollte ich! Den brauche ich häufiger für Isaac und so. Der ist cool. Das ist fresh. Wie teuer ist der? Ich weiß nicht genau. 87 Physis. 90 Defending. Das hatten wir doch gerade schon. Das ist jetzt Marquez. Weiß es nicht. 86 Tempo. Cordoba. Oh, auch nicht so bad. Okay. Brolin fast 500k, sagt der Chat. Wie teuer ist noch Cordoba? Gut, was haben wir als letzten? 82 für 96 Ausdauer. Sieht nach so Marquisio-mäßig aus. 87 Dribbling, 84 Passen, 81 Schießen, 86 Tempo. Parkgold. Ey, cooler Pick. Guck mal, vier verschiedene Ligen, drei goldene. Park ist ja auch in Ordnung. Cordoba auch, ja, ein guter Hero. Also bis auf Gomez. Mascherano kann man sich auch noch einigermaßen schön reden, finde ich. Drei Ligen. Drei Ligen. Ups. Ja, komm. Lappt mich nicht voll. Wir nehmen aber trotzdem ganz klar Brolin. Der hat auch keine bessere Karte, hat viele verschiedene Positionen. Serie A habe ich keinen Stürmer. Deswegen habe ich Gomez ja Bundesliga genommen. Und ich spiele sehr gerne Alexander Isak. Deswegen, der ist, glaube ich, auch mit Abstand der teuerste. Cap de Villa und Brolin WM daraus geholt. Zwei, die ich sehr gut gebrauchen kann. Das hat sich mehr als gelohnt, da nochmal auf die 50k gerade zu investieren. Plus ein bisschen Fodder. Sehr nice. Und wie schon gesagt, hat sich sehr gelohnt, dass wir nicht den Serie A Gomez genommen haben im Nachhinein. Also wie gesagt, ich habe erst Gomez genommen, dann den Pick geöffnet. Also dementsprechend Glück gehabt und Brolin ja sogar auch einer, den ich haben wollte, aus genannten Gründen. Richtig cool. Also mit Cap de Villa und Brolin diese Woche haben wir abgeräumt. Das 85 Team habe ich schon gemacht. Ich habe noch ein, zwei Tauschware kaufen müssen. Reden wir nicht lange drüber. Parejo kommt noch rein. Wir gucken einfach mal, dass wir hoffentlich noch was Gutes kriegen. Kampagne mit Spielwahl. Also Road to the Final. Futurestar oder Centurion. Schreibt mir gerne rein, was bei euch drin war. Und wir schauen einfach mal. Jetzt nicht mit irgendwelchen, weiß nicht, Stat-Reveal oder so. Hatten wir jetzt heute schon einmal in der Folge. Ich mache es jetzt einfach für euch normal auf und wir schauen mal, was uns hier ergibt. Lucas Moura, Verratti und Meslier. Das sieht spannend aus. Verratti ist, glaube ich, auch richtig teuer, ne? Lucas Moura halt schon rausgeflogen, der war aber auch sonst lange Zeit 200k. Das ist, glaube ich, echt ein guter Pick. Das hätte uns, glaube ich, deutlich schlimmer treffen können. Klar, wir hätten mit Nuno Mendes und Kimpembe auch zwei noch bessere kriegen können. Ich gucke mal ganz kurz, Footpin. War nicht Verratti sogar bei einer 500.000? Ich weiß nicht, jetzt kam halt Fabian. 450.000, what? Ist der so gut in-game? 5 Sterne Weakfoot? Ja, offenbar schon.
Boah, der war zwischenzeitlich mal bei 800k. Also ich sehe das richtig. Mit Brolin und Verratti haben wir mal eben zwei Spieler im Wert von 1 Million Coins heute bekommen. Durch zwei Picks. Das ist ja ultra crazy. Oh, warte mal. Jetzt geht dir das Ding wieder los. Tut mir leid. Das war nicht ganz richtig. Also, das ist natürlich richtig gut. Wir gucken uns nochmal die Werte an. Hab den, wie gesagt, noch gar nicht gespielt. PSG ist halt jetzt eh nicht so mein Lieblings-FIFA-Verein, ne? Mit den ganzen Mbappés und so. Ramos habe ich ja. Ich habe auch Carlos Soler. Sehr geil. Also, Verratti und Brolin, zwei starke Neuzugänge. Die werden wir dann einfach mal ein bisschen zocken, einfach mal ein bisschen testen. Ansonsten habe ich noch die Icon SBC von Lineker fertig gemacht. Habe sonst alles fertig gemacht. Ich brauche noch Gabri Vega und hier, die beiden mache ich nicht, da gibt es halt bessere Karten auf dem Markt, auch wenn Kvaratskhelia ganz cool aussieht, aber gibt es halt den Future Star Dante, denke ich mal, morgen mit dem Rest von dem Foot Fantasy Cup. Das seht ihr dann nochmal in einer weiteren Folge. Und wir haben sogar noch zwei Packs. Dann hängen wir die natürlich noch hinten dran und schauen einfach mal, was da drin ist. Übrigens, was ich euch noch sagen wollte, falls ihr die WL gespielt habt, vor allem am Sonntag, und ihr hattet ein bis zwei Disconnects, kann ich euch sagen, lag wohl nicht an euch. Ich war nämlich heute live und wir hatten tatsächlich, also ich habe auch gespielt, diesen Cup, und wir hatten alle gleichzeitig einen Disconnect, so, keine Ahnung, 12 Uhr, 1 Uhr oder so, habe ich fast noch nie erlebt. Also bei mir ist das Spiel stehen geblieben und bei allen anderen aus meinem Stream auch. Heute war das in Sachen EA wieder echt, gab es da wieder ein, zwei Probleme. Nur falls ihr euch da vielleicht auch Gedanken macht, ey, woran hat es gelegen? Ich glaube, viele von euch haben da heute einen Disconnect bekommen. Ist natürlich sehr doof. Das wollte ich noch am Ende los. Dann erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Und Packluck war heute wieder on point. Letzte Folge nicht. Heute wieder. Deswegen, der Grind geht immer weiter. Und dann sehen wir uns dann wieder. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao. Und lasst ein Like da.